Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag auf unserem YouTube-Channel, dem YouTube-Channel der ASEF. Ich begrüße Susanne Lörks. Susanne Lörks ist freiberuflich tätig seit über 20 Jahren als Kommunikationstrainerin, Mediatorin und Coach und genauso lange in diesen drei Rollen eben auch in der Stadtwerkewelt schon verankert. Und wir wollen heute über das Thema Kommunikation auch sprechen. Warum ist das überhaupt ein wichtiges Thema für Stadtwerke? Naja, Kommunikation ist ja für jedes Unternehmen wichtig, weil nur so gut die Kommunikation mit den Kunden läuft, so gut kann es auch gelingen, Kunden zu überzeugen, bei diesem Unternehmen zu bleiben. Für Stadtwerke finde ich es aber besonders wichtig, weil Stadtwerke ja tatsächlich, das Besondere an Stadtwerken ist ja, dass sie direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden suchen, viel mehr als es andere Energieversorger tun. Das heißt, Stadtwerke werben ja zu Recht damit, dass sie vor Ort sind, dass sie für die Kunden direkt ansprechbar sind, dass es Kundenzentren gibt, wo die Kunden hinkommen können, wenn sie Probleme, Fragen haben. Und das heißt, gerade für Stadtwerke ist es wichtig, dass diese direkte Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden dann auch gut läuft und gut gelingt, weil das das Mittel ist, Kundinnen und Kunden auch zu binden. Gibt es da besondere Herausforderungen für Stadtwerke? Na, ganz grundsätzlich ist das natürlich erstmal eine besondere Herausforderung, mit den Kunden so ins Gespräch zu kommen, dass sie sich auch persönlich abgeholt fühlen, um den Anspruch, den die Stadtwerke, den ich gerade gesagt habe, haben, auch wirklich direkt im Gespräch, im direkten Kontakt umzusetzen. Nämlich, wir sind für sie da, wir sind vor Ort für sie da, wir kümmern uns um ihre Anliegen auch persönlich. Ansonsten finde ich jetzt nicht, dass die Stadtwerke da besondere Herausforderungen haben. Was ich schon erlebe ist, oder so wird es mir jedenfalls angetragen von den Menschen, die von den Stadtwerken bei mir im Training sind, dass es häufig oder häufiger noch als früher vorkommt, dass es schwierige Gesprächssituationen gibt, weil es oft Menschen gibt, die ihre Stromrechnung nicht bezahlt haben, nicht bezahlen konnten, denen der Strom abgestellt wird oder es wird gedroht, den abzustellen. Die schlagen dann natürlich im Kundenberatungszentrum auf und sind entsprechend geladen. Und mit solchen Situationen müssen die Beraterinnen und Berater dann umgehen können. Das scheint schon zugenommen zu haben in den letzten Zeiten, nach dem, was ich gehört habe. Der Umgangston wird, glaube ich, auch bei manchen Leuten ein bisschen rüder. So, genau. Und umso wichtiger ist es, dass die Beraterinnen und Berater, die da im Kundenzentrum sitzen, eben eine Ahnung haben, wie gehe ich da mit so einer Situation um. Das macht ja dann auch eine gute Weiterbildung, eine gute Ausbildung sehr wichtig. Ja, also der Sinn von Kommunikationstrainings an der Stelle ist ja, dass die Leute, die im direkten Kundenkontakt sind, sich überlegen, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man sozusagen das richtige Verhalten eintrainiert, so nach dem Motto, wenn das, dann musst du so reagieren, sondern das Ziel von den Kommunikationstrainings ist eigentlich, dass jeder und jede sich für sich überlegt, was ist für mich eigentlich eine besonders brenzlige, schwierige Gesprächssituation, das ist ja für jeden anders. Warum ist es eigentlich so und welche alternativen Handlungsmöglichkeiten habe ich vielleicht zu dem, wie ich bisher reagiert habe? Das heißt, das Ziel von solchen Trainings ist, den Reflex, den ich normalerweise habe, zu überdenken. Ist das eine sinnvolle Reaktion oder gibt es eine Reaktionsweise, die sinnvoller ist im Sinne eines guten zwischenmenschlichen Kontakts und im Sinne des Unternehmens? Also letztlich präventive Sensibilisierung statt eben Sprung ins Wasser im Dunkeln sozusagen und dann im Nachhinein zu denken, ach, da habe ich jetzt Fehler gemacht. Ja, ich meine, wir sind alle Menschen. In jeder Kommunikation ist es so, dass manche Situationen besser oder schlechter gelingen. Das ist ja ganz normal. Das gilt fürs Kundengespräch so wie für alle Gespräche auch. Kundenberaterinnen und Berater sind Leute, die auch wie alle anderen rote Knöpfe haben. Oft, wenn man auf die drückt, gehen die halt hoch oder also, und sich damit auseinanderzusetzen, was ist meine spezifische Stärke, wo sind aber auch meine spezifischen Fallstricke im Kundenkontakt, das ist eigentlich das Ziel von Trainings. Das heißt, es geht wirklich um eine Reflexion des eigenen Kommunikationsverhaltens und eine Suche, welche Alternativen habe ich zu dem, wie ich normalerweise reagieren kann. So würde ich das nennen. Sie sagten ja, der Umgangston ist rüder geworden. Das heißt, ich
ich lese das jetzt für mich mal so raus, dass die Aggressivität dann vielleicht auch steigt. Wie geht man denn als Stadtwerkeberater im Kundencenter mit aggressiven Kunden um? So wie überall sonst auch. Aggression hat ja eine bestimmte Ursache. Also die Leute, die aggressiv sind, sind ja meistens aggressiv, weil sie erstens irgendwie ein Problem haben oder glauben, eins zu haben. Sie fühlen sich in irgendeiner Weise zu Unrecht behandelt. Deswegen sind die ja aggressiv. Die sind ja nicht aggressiv, weil sie böse Menschen sind. So. Und das heißt, in dieser Situation ist es erstmal wichtig, dass ich den Kunden oder die Kundin damit abhole, mit dieser Aggression. Also nicht in den Kampf gehe, sondern erstmal wirklich gut zuhöre, was ist das Problem, weswegen dieser Mensch da jetzt in so einer aggressiven Stimmung auf mich zuläuft. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich immer, so empfehle ich das, dafür zu sorgen, sich nicht anstecken zu lassen von dieser aggressiven Stimmung. Das kennt jeder, wenn einem jemand aggressiv entgegenkommt. Ist die erste Reaktion erstmal, steigt die Spannung und man möchte erstmal zurückballern. Also diesen Automatismus abzustellen, sondern sich selber zu schützen, vielleicht mit so einer Vorstellung, also der kann mich persönlich ja gar nicht meinen, der kennt mich ja überhaupt nicht, sondern der ist jetzt mit einer aggressiven Stimmung da und ich versuche jetzt zu verstehen, was der Hintergrund dafür ist. So, das heißt, ich versuche mich erstmal zu schützen, mich nicht anstecken zu lassen und versuche dann wirklich, das Problem zu begreifen, indem ich dem Menschen, der mir da gegenübertritt, erstmal aktiv zuhöre, was eigentlich los ist bei dem. Und in dem Moment, auch das kennt jeder von sich, wenn ich sehr, sehr aufgeregt bin, sehr wütend bin und die Möglichkeit hatte, das erstmal loszuwerden, dann sinkt der Stresspegel schon ein bisschen und die Aggression sinkt auch. So. Und das ist sozusagen der erste Schritt, den die Kundenberater und Kundenberaterinnen machen sollten. Also erstmal wirklich gut zuhören, was dieser Mensch da für ein Problem hat, warum der so sauer ist. Und danach zu gucken, mit dem eine vernünftige Lösung zu finden, die in seinem Interesse und in dem Interesse des Unternehmens ist, soweit möglich. Also eine Möglichkeit zu finden, wo beide am Ende sagen können, damit können wir gut leben. Manchmal ist es allerdings auch so, dass das nicht ausreicht. Also dass es nicht angesagt ist, sozusagen aktiv zuzuhören und freundlich zu bleiben, sondern ein klares Stopp zu setzen. Also das heißt, auch Kundenberater müssen sich nicht alles gefallen lassen. Wenn jemand da den Anstand des guten Geschmacks wirklich verletzt in einer Art und Weise. Also wenn ich das Gefühl habe als Berater oder Beraterin, so möchte ich nicht mit mir reden lassen, dann kann ich natürlich und sollte ich auch ein klares Stopp setzen und sagen, so bitte nicht. Die Empfehlung ist dabei, immer zu verhindern, dass man selber den anderen auch verletzt oder kränkend wirkt, sondern ein klares Stopp setzen, sagen, ich würde Ihnen gerne helfen. Dazu brauche ich allerdings, dass Sie mit mir ein vernünftiges, sachliches Gesprächsklima schaffen. Sonst geht das nicht. Und wenn Sie das nicht können, da ist die Tür. Also auch sowas kann man natürlich sagen. Sie müssen klare Grenzen auf jeden Fall setzen. Man muss klare Grenzen setzen, ohne die andere Person selber zu verletzen und die damit noch zu reizen sozusagen. Also es geht um Deeskalation statt Eskalation. Und gegenseitiger Respekt schwingt. Richtig, absolut. Das ist genau das. Es geht um respektvolles Agieren, auch wenn mit mir sozusagen respektlos umgegangen wird, Stopp setzen, ohne selber respektlos zu werden. Ja, das ist schön ausgedrückt von Ihnen. Mhm. Ja. Und das waren sehr interessante Einsichten. Ja, danke, finde ich auch. Ich hoffe, dass das auch viele zu Herzen nehmen und entsprechend auch umsetzen in den Kundencentern. Mhm. Aber dafür gibt es ja genau diese Ausbildungen, die Sie anbieten. Ja, und also ich meine, die meisten, die in den Kundenzentren arbeiten, sind auch Menschen, die sehr, sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ständig mit Leuten zu tun habe, denen man irgendwie alles, die Welt neu erklären müsste. Sondern die Misanthrop sollte man da nicht hinsetzen. Nee, ja, und die sitzen auch nicht da. Also das meine, die Stadtwerke suchen sich die Leute, die da sitzen, ja auch aus. Und in aller Regel sind das Menschen, die auch am direkten Kontakt mit Menschen Interesse haben, die diese Arbeit sehr gerne machen. Und das merkt man auch in den Trainings. Und deswegen geht es eben nicht darum, die Leute in den Trainings umzubiegen und denen beizubringen, es ganz anders zu machen als vorher, sondern ihnen die Gelegenheit zu geben, nach eigenen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, mit denen sie sich selber wohlfühlen. Darum geht's. Ja, sehr interessante Einsichten in die Kommunikation, nicht nur im Stadtwerk, aber hier bei uns speziell im Stadtwerk. Und wenn Sie dieses Gespräch anregend fanden, dann freuen wir uns natürlich über Ihr Like. Oder Sie interessieren sich für andere Themen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie unser Abonnent werden.